Ruf des Meisters. Ruf den tierischen Gewehrten des Weitläufers an der Seite, wodurch der Gefährte mit erhöhter Geschwindigkeit zum Weitläufer zurückkehrt und dabei jegliche Kampfhandlung ignoriert und jeden Feind auf dem Weg niederschlägt. Okay. Betäubende Schüsse. Nutzt den Vorteil der Ablenkung des Feindes, wer dieser vor tierischen Gefährten des Waldläufers angegriffen wird, um den Feind zu betäuben. Als zweiter Angriff, wenn dem Waldläufer ein Treffer oder kritischer Treffer gelingt. Passiv, Geschwindigkeit durchschnittlich, Unterbrechung des Feindes. Teuflischer Schütze, bindende Wurzeln, Sinn des Raubtieres. Schnelle Zielerfassung, nee, Verteidigungsbündnis, Verbindung des Pirschjägers, nee, Sinn des Raubtieres, machen wir mal betäubende Schüsse, das klingt gut. Oh, wir haben das da oben mal wieder, ach nee, Steuern an Banditen verloren, große Quest, Kanna. Und noch Eder ableveln. Der hat auch wieder 12 Punkte. Athletik. Energische Verteidigung. Waffenspezialisierung. Unbeugsam. Energische Verteidigung. Alle Verteidigungen erhöhen. Unbeugsam. Sicherer Schütze. Verstärkt den Arm des Kämpfers, wodurch ein Mindestschaden von Naka wird und der Mindestschaden von Nahkampfwaffen erhöht wird. Das ist cool. Das wäre passiv. Vertreibung. Schwingt die Nahkampfwaffe, fügt Feinden den Niederschlageffekt zu. Rein ins Getümmel, ungebrochen, passiv, einmal pro Begegnung. Der Kämpfer lässt sich nicht besiegen, wenn der Kämpfer das Bewusstsein verloren hat, steht er teilweise geheilte Ausdauer wieder auf. Außerdem erhält er vorübergehend Boni auf alle Verteidigung. Das wäre auch nicht schlecht. Dann könnte Edda endlich mal eine andere Rüstung anlegen. Eine bessere Rüstung als die, die er gerade trägt. Vertreibung wäre niederschlagen. Rein ins Getümmel brauchen wir auch nicht. Beschützerhaltung. Nee. Diszipliniertes Bombardement. Waffenspezialisierung auch nicht. Energische Verteidigung auch nicht. Nehmen wir ungebrochen. So. Das ist immer noch am besten, glaube ich. Das ist die Wambo-Fähigkeit. So, das heißt, Edda kriegt auch mal schnell eine neue Rüstung. Von mir verpasst. Nein, nicht die Berserker-Rüstung. Haben wir hier nichts Gutes? Alles nur Rüstungsklasse 10, was nichts taugt. Nee, dann bleibt doch vorübergehend mal bei der. Die ist nämlich immer noch am besten hier, würde ich sagen. Okay, schade. Gut. Ah. Raus hier schlafen. Würde ich mal sagen. Schlafen. Macht plus wieder, wie immer. Obwohl das Macht plus nicht so viel bringt. Ich hätte das Entschlossenheitsplus nehmen sollen. Mehr Ausdauer. Naja, egal. Hagrim hat übrigens verdammt viel mehr Ausdauer mittlerweile als Sagani. Kriegt er so viel Entschlossenheitsboni? Was sagt denn seine Entschlossenheit? 13 und Saganis? 10, ja, okay. Ach nee, nicht Entschlossenheit, Verfassung. Verfassung ist 15 plus 25% Ausdauer und Gesundheit. Mhm. Also sollte ich in Zukunft mit Verfassung rasten, das wäre besser.
So, auf zur Sturmwallschlucht. Dort gleich in die Ruinen rein. Und dann will ich mich noch mal ganz genau im oberen Bereich der Ruinen umschauen. Sure. Ob ich da was finde. Ich finde es übrigens lustig, wie hier immer noch das Wasser direkt über dem zweiten Höhenausgang abfließt. Von Lelaremen. Also das ist eine ziemlich kleine Map, wenn man es sich so ansieht. Und dort sollen wir einen Troll töten. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass der Troll sonderlich gefährlich sein wird. Ich hoffe es jedenfalls mal. Ja, jeder Punkt in Verfassung erhöht die Ausdauer und die Gesundheit um 5%, wenn ich das richtig gesehen habe. Schon ein Stück. Ich sollte das nächste Mal wirklich mit eher auf Verfassung als auf Macht achten. Also hier geht's runter in den anderen Stock. So, das heißt, wir gehen hier jetzt mal vorsichtig. Die vegetarischen Symbole sind abgenutzt und verblasst. Okay. Die Symbole hier fangen an, das Licht, Kohlebecken, bla bla bla. Die Dinger wirken matt und leblos. Und das da drüben kann ich mir leider nicht anschauen von hier aus. Da müsste ich erst durch den Tunnel wieder hier durch. Ich habe immer noch das Gefühl, es hat was mit diesem Durchgang hier zu tun. Also das Gesicht hat gesagt, wir sollen in den nächsten Gang gehen. Der Steinklopf bleibt stumm, seine Adra-Augen sind trüb. Ja. Der Steinkopf sagt auch nichts. Okay. Hier ist nur der Durchgang. Durch die Mitte des Podestes zieht sich ein zylindrischer Hohlraum. Was sind hier für Symbole auf dem Ding? Ja, die Symbole hier, oder? Welches leuchtet denn hier? Das Symbol da? Das müsste das da sein, oder? Nee. Nicht ganz. Also gehen wir erstmal wieder hier durch, den Tunnel betreten. Die Kristalle, die knirschen, ja. Und hier war ja nur der Spinnenheini. Die Spinnen, die wollen einem nichts mehr tun, weil der Typ nicht mehr hier ist. Ja, die Spinnen sind einfach friedlich, okay. Gut, meine Idee war, sich einfach auf die richtigen Symbole hier zu stellen. Ah, da ist das richtige Symbol. Da und auf dieser Seite. Ich zoome mal näher ran. Das Symbol ist das, was hier drüben leuchtet. Ja. Und da oben leuchtet der runde Kringel. Das Symbol da. Oder ist es das Symbol da? Nein, es ist das Symbol da, was hier ein bisschen Shuriken-mäßig aussieht. Yes. Die schlangenartigen Symbole und Zeichen von irgendwie, die auf den Bogen eingelassen sind, formen sich in deinem Verstand zu Wörtern. Der Krieger ruft zwei Augenzeugen auf, die vor dem Emblem Stellung beziehen sollen, um Zeugnis über das Wesen seiner Seele abzulegen. Der Krieger steigt mit dem Seelengefäß in der Hand das Podium, um sich dem Transfer zu unterwerfen.
Sein Sehengefäß und deine Waffe mit deinem Herz aus Adratak darf sich der Krieger dann der Urne nähern. Auf diese Weise formt er seinen Arm, der seiner Fähigkeit und Ambitionen wert ist. I'm here. Also wenn ich... Nee, nicht unbedingt dich. Ja, genau, das passt. Ah. Ja. Okay. Ready, Watcher. I'm ready. Runtergehen darf ich nicht vor den Dingern. Dann hören sie auf zu leuchten. I'm here. So, und jetzt? Hey. Ah. Ich habe leider keine Klinge aus Adra. Nein, habe ich leider nicht. Das wäre nämlich das meiner Meinung nach die Lösung dieses Rätsels, aber hehe, klappt nicht. Der Krieger besteigt mit dem Sehengefäß in der Hand das Podium. Sein Segengefäß und eine Waffe mit einem Herz aus Adratak darf sich der Krieger dann der Urne nähern. Auf diese Weise formt er einen Arm, der seiner Fähigkeit und Ambitionen wert ist. Ich habe aber leider keine Adra-Waffe. Und auch kein Segengefäß. Ich habe einen Holzkäfig. Nee. Habe ich eine Adra-Waffe? Sieht auch nicht danach aus, als ob ich eine Adra-Waffe hätte. Ah. Right. Hey. Er da hat auch keine. Of course. Ja, ich brauche eine Waffe, die da reinpasst. Hm. Aber ich wüsste nicht, wo ich die jetzt finden sollte. Die Stimme hier hat ja eigentlich gesagt, ich soll ins Wasser gehen und mir dort einen Stein aussuchen. Naja, das Wasser war hier. Gut, ich kletter jetzt noch schnell da runter, dass wir den Ladebildschirm in der nächsten Aufnahmesession nicht gleich haben. Das wäre wieder doof. Da gucke ich mich da unten nochmal genauer um. Weil mehr habe ich nicht außer das hier unten. Hier wäre Wasser. I'll see what I can find. Korrumpierter Druide, oh Gott, nö, und Sumpfsporen. Okay, ich habe nichts gesagt, dass das hier toll sein wird. Eigentlich habe ich erwartet, dass ich hier irgendwie lang können müsste. Okay. Ich ziehe mich mal zurück und speichere erstmal ordentlich. So, Spiel speichern. Wir sind jetzt bei LP 21. Jo. LP 21. Speichern.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.